Jetzt gehen wir nach Solingen. Und wie kann da eine erfolgreiche Tanzgruppe anders heißen als Klingenstadt? Ja, hier sehen wir sie. Und die sind echt mal richtig erfolgreich. Jetzt am Wochenende haben sie den 3. Platz bei den deutschen Meisterschaften der Gardetänzer gemacht. NRW-Meister sind sie auch noch. Ja, und anstatt jetzt aber mal eine ruhige Kugel zu schieben und den Erfolg zu feiern, wird schon wieder fleißig trainiert. Schließlich ist am Sonntag der 11.11. Die Session beginnt. Henrike Modest, die ist jetzt live beim Training in Solingen dabei. Sag mal, Henrike, ein bisschen Partystimmung ist da heute aber doch trotzdem angesagt, oder? Also ich finde ja, wenn ich diese fröhlichen jungen Leute sehe und die Musik höre, da ist natürlich von Haus aus Party. Aber dieses Training hier ist auch ausgesprochen schweißtreibend. Man sieht das ja auch, einige haben schon ihr Gardekostüm an, die Session steht vor der Tür und da muss jetzt natürlich nochmal ordentlich trainiert werden. Aber ich glaube, alle stehen noch ein bisschen unter dem Eindruck der deutschen Meisterschaft. Ja, und das ist er, der Pokal, 3. Platz, super. Kurz nach den NRW-Meisterschaften. Und Patena Papadopoulou, die war dabei. Wie aufregend war das denn? Extrem aufregend. Also man ist immer aufgeregt, wenn man einen Auftritt hat, aber Turnier ist nochmal was anderes. Da kommt es nochmal auf andere Dinge an, es wird auf Kleinigkeiten geachtet und das ist was anderes als bei einem normalen Auftritt, wie jetzt in der Session dann. Wir haben vom Verband ein paar Bilder bekommen von diesem Auftritt aus Koblenz. Dort hat das Ganze stattgefunden. Vielleicht können wir die einfach mal sehen. Ja, euer Programm heißt Route 66, also eine Reise quer durch die USA, oder was war das? Genau, wir fahren quasi mit unseren Motorrädern die Route 66 ab zwischen durch die verschiedenen Staaten. Das wird dann untermalt mit verschiedenen Liedern, die dann dazu passen. Genau. Und Sie sind auch eine von denen, die da immer mal so hochgehoben wurden, ne? Das ist natürlich noch mal was anderes, als wenn man nur tanzt, sage ich mal, weil man ist noch mal auf den Partner angewiesen und kann nicht alles selbst kontrollieren. Super, dann gehen Sie mal zurück zur Truppe. Ihren Pokal haben Sie auch schon wieder. Lena Spier ist diejenige, die das Programm entwickelt hat. Das waren die ersten Meisterschaften. Was war so die Idee, daran teilzunehmen? Einfach mal eine objektive Bewertung zu bekommen, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, vor allem mit anderen Gruppen. Im Bergischen Land ist es leider nicht so viel vertreten. Und ja, einfach mal wirklich nochmal was Neues ausprobieren. Und war es objektiv? Also ist ja immer bei so Bewertungen ein bisschen kritisch, ne? Oder hätte es eigentlich auch der erste Platz sein sollen? Nein, da sehen wir ganz entspannt, sind super froh, dass wir den 3. Platz erreicht haben. Viel mehr, als wir uns jemals erhofft haben. Zumindest für unser erstes Turnierjahr. Es waren die ersten Turniere. Ja. Okay, super. Wir hören uns gleich nochmal ein bisschen und dann reden wir auch über die bevorstehende Session. Genau so ist es. Danke, Henrike Modest, für den Moment. Und später in der Sendung schalten wir dann eben nochmal live nach Solingen zu den Gardetänzern. Jetzt live nach Solingen zu den Gardetänzern Klingenstadt. Die haben ja Bronze bei den deutschen Meisterschaften geholt, sind in der Session jetzt also wahrscheinlich nochmal mehr gefragt. Henrike Modest ist live beim Training in Solingen. Henrike, Sonntag geht die Session los. Wie ist dann der Zeitplan für die Solinger? Kommen die überhaupt noch zu irgendwas anderem außer Tanzen? Also die haben schon jede Menge zu tun. Die meisten sind ja auch berufstätig oder studieren. 20 bis 25 Auftritte ist mir gesagt worden jetzt in der laufenden Session. Am Sonntag geht's los. Das ist zwar ein eigenständiger Verein, aber diese Truppe ist auch die Ehrengarde der Karnevalsgesellschaft Muckemau. Ja, und die haben dann ihre Sessionseröffnung am Sonntag in der Festhalle Klingenhall. Viele haben schon ihre Kostüme an, andere noch nicht. Frau Thiere, stimmt, steht denn das Programm? Ist das fertig? Ja, das Programm ist auf jeden Fall fertig. Ist jetzt auch, ja, bis zur Eisenbahn. Die Session fängt bald an. Und Kostüme werden auch auf jeden Fall bis Sonntag fertig. Die Karnevalisten wissen es. Normal gibt es so ein Funkelmariechen. Ich kenne das auch so. Warum haben Sie das nicht? Ich muss sagen, seit unserer Gründung in 1984 war das noch nie so. Und eigentlich haben wir auch nicht vor, das zu ändern, weil wir finden es schön, wenn alle im Mittelpunkt stehen und nicht nur einer. Vielen Dank erstmal. Ich komme gleich nochmal zu Ihnen zurück. So ein Verein, der braucht ja immer auch Jungs. Und man hat immer so das Gefühl, die fehlen. Aber hier gibt es 6 Stück. 3 sind ganz neu. Einer von Ihnen, Dominik Rex, ist frisch vom Handball gekommen. Warum? Ja, also das Tanzen hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ja, da habe ich doch öfters auf der Muckemau tanzen sehen und da wollte ich auch mal dazukommen. Das war halt so. Und war es das Programm oder die hübschen Mädels? Ja, beides. Das ist immer so. Klar macht das Tanzen auch Spaß, aber Mädchen auch ganz schön. Okay, also macht Spaß. Ja. Dankeschön. Wie ist das denn? Braucht man als Junge irgendwie wirklich tänzerisches Vermögen oder geht es einfach nur darum, die Mädchen hochzuschmeißen? Nein, also es ist tatsächlich so, die Männer müssen bei uns nicht so viel tanzen wie die Frauen, aber natürlich ist es schön, wenn ein Mann gewisse Voraussetzungen hat, Taktgefühl hat und natürlich Kraft.
und auch noch so sympathisch aussieht. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Für die Tanzgruppe Klingenstadt geht die Session jetzt los. Am Sonntag mit der Sessionseröffnung und mit jede Menge Programm, unter anderem mit einem eigenen Programm am 2. Dezember. Ja, danke Henrike Modest. Volles Programm auf jeden Fall für die Gardetänzer. Die kleinen